Hallo und herzlich willkommen bei Physik mit Kalle. Wir wollen uns heute aus dem Gebiet Elektrizität und Magnetismus mit der spezifischen Ladung des Elektrons beschäftigen und wie man sie mit einem Helmholtz-Spulenpaar und einer Fahrtenstrahlröhre bestimmen kann. Wir lernen heute, was die spezifische Ladung ist und warum sie uns überhaupt interessiert, welchen Versuchsaufbau wir benutzen, um sie zu ermitteln und welche Geräte dabei verwendet werden und wie man dann genau aus den Versuchsergebnissen die Elektronenmasse berechnen kann. Dann wollen wir mal. Die spezifische Ladung gibt an, wie viel Ladung ein Körper im Verhältnis zu seiner Masse hat. Ihre Einheit ist damit Coulomb pro Kilogramm oder Amperesekunden pro Kilogramm. Die spezifische Ladung interessiert uns aus voll. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com